Eine Szene in Cinema 4D lebt natürlich nicht nur vom Modellieren, sondern maßgeblich auch von der Beleuchtung und vor allem, jetzt kommt's, von den Materialien, also von den Oberflächen, die ihr den Objekten jetzt zuteilt. Wir haben ja da grundsätzlich, erstmal wirklich ganz grundsätzlich gesprochen, zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass wir Materialien verwenden, die auf Fotografiebasis basieren. Na, also, dass wir beispielsweise eine Betonwand fotografieren, diese Betonwand dann später hier auf eine solche Wand drauflegen. Die andere Variante ist die, dass die Materialien komplett in Cinema 4D generiert werden. Die Fotografie-Variante könnt ihr immer dann gut einsetzen, wenn es sich um feste Elemente handelt, wie beispielsweise hier diese Wand, während die Cinema-Materialien eher bei Animationen zum Einsatz kommen, wo man also die Vorderseite, die Rückseite sieht, vor allem auch, wo sich Dinge schnell ändern müssen, wo beispielsweise eine Wasseroberfläche animiert wird, weil diese Materialien zum großen Teil Animationseigenschaften schon mitbringen. Im Gegensatz zu einer fotografierten Textur, die wir aber jetzt hier erstmal drauflegen wollen, denn damit beginnen wir mit diesen Betonelementen hier. Na, eine wichtige Sache, wenn ihr Materialien auf ein Objekt drauflegt, ihr solltet es immer im einigermaßen korrekten Licht betrachten. Also nicht mit diesem Licht, mit dem wir hier gerade arbeiten, sondern ich würde jetzt einfach mal ein Hilfslicht in die Szene klicken. Hier ein Licht einfach mal draufklicken, dann dieses Licht ein bisschen nach oben ziehen. Und da in unserer Szene hier das meiste Licht wieder von hinten kommen wird, würde ich mein Licht ganz gerne mal hier oben dort an diese Stelle stellen. Ja, so, wenn wir jetzt mal die Kamera ausschalten, seht ihr, unser Licht ist also irgendwo hier noch im Raum, kommt aber überwiegend von hinten. Und dann glaube ich, sind wir ganz gut gesettelt und können mit dem ersten Material beginnen. Auch wenn wir das später rendern, man muss immer wieder rendern, 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 zu schauen, wie das denn alles jetzt aussieht, was man da gerade zusammengebaut hat. Auch dafür ist es gut, wenn ihr die Kamera ausschaltet. Na, dann haben wir also jetzt ein Licht und sind mit unserer 3D-Normalo-Kamera hier jetzt zugange und können so relativ gut beurteilen, wie Licht, Schatten, Oberflächen und so weiter aussehen. So, ich brauche erstmal ein neues Material. Ihr findet hier drin ja schon jede Menge Materialien, die durch die Fenster schon vorgegeben waren. Die können wir teilweise nutzen, ne? Weil Glas, das nehmen wir natürlich, das können wir auch an anderer Stelle vielleicht noch brauchen, aber auf jeden Fall geht es mir erstmal darum, diese Elemente hier zu texturieren. Ich lege also ein neues Material an, klicke das doppelt und bin hier ganz klassisch im Materialeditor. So, und genau da, in den Farbkanal, da beginne ich meine Materialien hineinzuladen. Darauf kommt es ja an. Das heißt, ich gehe hier in die Textur und in diesem Fall ist es ein Bild, was ich laden möchte, also eine fotografierte Textur. Mehr Realismus kriegt ihr kaum rein, ne? Wenn ihr eine Betonwand darstellen wollt. Und ihr gebt der die Oberfläche einer fotografierten Betonwand, dann seid ihr eigentlich fein raus. So machen wir das hier auch. In den Project Files findet ihr hier unten Text 03 und Text 04. Beides sind Betonwände. Ich klicke Text 03 mal an, sage öffnen und nein, ich möchte keinen Suchpfad anlegen, dann sieht das so aus. So, eigentlich ganz hübsch, ne? Kann man erstmal so lassen. Fast, wenn da nicht die Oberfläche noch ein bisschen mau wäre. Ne? Die ist nicht ganz so glatt oder sollte schon ein bisschen rauer sein als das, was wir hier gerade sehen. Und eine raue Oberfläche, die im Idealfall sogar noch die gleichen Oberflächenunterschiede hat wie das, was wir hier sehen, also die ganzen Feinheiten hier des Materials, die kriegen wir hin, indem wir genau dasselbe Material hier in den Reliefkanal laden. Easy, ne? Also Farbe anklicken. Über die kleine Schaltfläche hier nicht das Bild laden, das haben wir ja schon gemacht, sondern ich kopiere diesen Shader. Na, in diesem Fall ist das Bild quasi zum Shader geworden, weil es jetzt in einem Material gespeichert ist. Ich kopiere das, gehe jetzt zu Relief, klicke es an, wichtig, ne, das Häkchen zu setzen und lade genau dieses Material da nun rein. Das heißt, ich füge dieses Bild slash Shader ein und dann ist es hier drin. Leider seht ihr noch nicht mal einen kleinen Unterschied und das hat damit zu tun, dass das Material, was wir hier verwendet haben, ja überwiegend grau ist und diese grauen Unterschiede reichen einfach bei 20% noch nicht aus, um irgendeinen Unterschied zu machen. Aber schaut es euch doch mal mit 2000% an. Na, jetzt sieht man deutlichen Unterschied, jetzt bekommen wir eine gewisse Rauigkeit, speziell dann, wenn wir in der Reflektivität
den Glanzlichtstandard noch ein bisschen nach oben schrauben und noch ein bisschen mehr Glanzlicht dazu nehmen. Das heißt, die Stärke einfach mal nach oben setzen. Na, jetzt sieht man das noch ein bisschen besser. Gehen wir ruhig mal hier auf diese 35, vielleicht sogar 40%. Jetzt sieht das Material lecker aus. Genauso hätte ich es gerne. Wahrscheinlich, wie es dann später in der Szene aussieht, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Also wir lassen es mal genauso stehen und teilen jetzt dieses Material unserer Wand hierzu. Die Wand, die können wir komplett mit dem Material belegen. Wir haben hier das Originalwandelement und jeweils die beiden Kopien dazu, sprich Instanzen dazu, und direkt hier drauf, also auf das Nullobjekt, da lege ich mein Material. So, hängt jetzt hier drauf. Hier sieht man natürlich jetzt durch diese Lichtquelle, die wir gesetzt haben, eine erheblich viel zu starke Rauigkeit. Aber das macht gar nichts. Wartet mal ab, was passiert. Wenn wir uns das mal wieder von der Seite anschauen und jetzt vielleicht mal rendern. Na, also ich rendere einen Ausschnitt. So. Dann stellt ihr fest, dass die Rauigkeit lang nicht so stark ist, wie sie erst ausgesehen hat. Sie ist immer noch ein bisschen zu stark, das gebe ich zu, mit 2000%. Aber es ist nicht so stark, wie man erst dachte. Also gehen wir hier mal her, gehen nochmal zum Reliefkanal und geben dem vielleicht mal 800%. Das ist etwas weniger als die Hälfte. Wir schauen uns das nochmal an. Und so auf diese Art und Weise nähert man sich der Geschichte jetzt langsam an. Na, das Schöne ist, dem Nullobjekt zugeteilt haben, deswegen legt sich dieses Material in einer sehr schönen Art und Weise über alle drei diese Elemente, ohne beim ersten, zweiten und dritten genau gleich auszusehen. Das Material ist definitiv groß genug, die Datei ist groß genug, dass das passieren kann. Ich finde es immer noch ein bisschen stark mit 800G, also mal auf 600. Und wenn wir das jetzt noch einmal rendern, glaube ich, dann sind wir mit dem ersten Material, das wir der Szene zugeteilt haben, ganz klar und können ganz zufrieden sein. Jetzt hatte ich nur mal irgendwann in diesem Training gesagt, wäre doch schön, wenn man hier diese Elemente, na, diese Verblendung, die wir da drauf gesetzt haben, in einem anderen Material darstellen könnte. Und da haben wir ja was wirklich Schönes. Wir haben dieses Metall hier. Schaut mal. Oh, wunderbar. Na, da müssen wir nichts mehr dran ändern. Das kommt direkt so aus dem Content Browser. Und dieses Material, dieses Metall, würde ich ganz gerne den Röhren hier zuordnen. Also ich ziehe es einfach auf die Röhre drauf, dort hinten erscheint es dann, und wenn wir jetzt ein letztes Mal rendern, dann dürfte man zumindest mal grob erkennen, dass es sich hier um Metall handelt. Es ist zumindest ein anderes Material als zuvor, und spätestens dann, wenn die Lichtsetzung erfolgt, also wenn wir auch schönes Licht in die Szene reinsetzen, dann wird man feststellen, dass dieses Metall sogar anfängt zu reflektieren.